Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Winterwunder Münsterland. Ja, liebe Leute, es schneit im Flachland bei uns im Münsterland. Das ist so selten. Ich freue mich praktisch wie ein kleines Kind. Habe mein Fahrrad gepackt, um eine Tour zu unternehmen hier. Und ich bin gerade auf dem Weg zum höchsten Punkt im Münsterland, zum Longinusturm, der immerhin auf 180, gut 180 Meter Höhe hier liegt. Da liegt ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schnee als hier. Ich wohne ja auf 74 Meter. Da war es schon ein bisschen dünner heute Morgen, die Schneedecke. Ich freue mich total. Ich denke mal, die weiße Pracht wird sich auch auf den Vormittag hier heute beschränken. Das wird schon so ein bisschen matschig auf der Straße. Richtig gefrorenen Eindruck macht das hier nicht. Ich bin mal gespannt, ob das mit meinem Fahrrad so klappt. Matschiger Schnee. Ich habe eine ganz normale Alltagsbereifung. Und die Bremsen, Felgenbremsen, das ist auch nicht optimal für Schneefahrten. Da wären Scheibenbremsen schon vernünftiger, aber die habe ich nur auf meinem Pedelec. Und mit dem Pedelec darf ich ja nicht auf Rad- und Wald- und Wanderwegen fahren. Und darum lasse ich das in letzter Zeit auch und habe mir vorgenommen, das auch immer sein zu lassen, zumindest mit meinem S-Pedelec. Obwohl ich persönlich finde, mit dem Mountainbike neben den Wanderwegen zu fahren und den Waldbauern da die Bäumchen kaputt zu fahren, finde ich deutlich schlimmer. Aber naja, verboten ist verboten. Ja, hier am höchsten Punkt ist gerade vom Wonderland nicht ganz so viel zu sehen. Den Schnee zwar, aber die Aussicht ist hier oben noch nicht so gut und ein bisschen sehr diesig. Fahren wir ein bisschen weiter. So, jetzt wird es spannend. 7% Steigung sind das hier. Ohne Winterfahrradreifen. Wir schauen mal. Ja, die 7% sind dann doch ein bisschen zu viel. Nicht für meine Reifen, aber für mich. Ich bin irgendwie gar nicht in Form heute Morgen. Muss man öfter Fahrrad fahren, ja. Und das ist jetzt hier wohl heute Morgen eine Radwanderung. Ja, liebe Leute, und das Bild war ja zu erwarten. Das wundert mich zumindest nicht, dass die Bremse hier jetzt, die Felgenbremse, den ganzen Schnee frisst und mich schön ausbremst. Dann bin ich mal gespannt, wie weit ich hier heute noch komme. Muss ich mal gucken, dass ich immer schön in so einer vorgefahrenen Autospur fahre. Ja, ist kein Winterfahrrad. Definitiv, da wäre ich mit dem Mountainbike mit Felgenbremsen besser dran. Aber wie gesagt, habe ich nicht. Habe ich nur als Speed-Pedelec und das gehört hier nicht hin. Der Ferienpark Baumberge. Das ist eine Dauer-Campinganlage. Ja, auch in diesem Jahr 2021 wird Camping, glaube ich, erstmal ja kein Thema sein. Jedenfalls nicht mit dem Rad und so Übernachtungscamping auf Campingplätzen, auf der Zeltwiese.
Ich glaube, das wird in diesem Jahr nichts. Wohl hätte ich bei dem Wetter auch mal Spaß dran. Mal zelten gehen. Weil jetzt denkt man sich, oh Gott, Minustemperatur und Schnee. Eiskalt, ja gut. Was richtig kalt ist, wenn man mal zelten war in der freien Natur. Wo auch sonst. Was richtig kalt ist, ist Wind. Wind ist kalt und Feuchtigkeit. Also in der Nähe von Gewässern zelten. Und da ist Winter gar nicht das Schlimmste, sondern so Herbst oder Frühling, wenn morgens oder nachts die Feuchtigkeit vom Boden aufsteigt. Und das kriegt richtig in die Knochen, wie man so schön sagt. Also Schnee ist gar nicht das Problem. Ich bin jetzt knapp 3 Stunden hier heute Morgen unterwegs. Gut 21 Kilometer habe ich geschafft. Richtig flott kommt man nicht voran, aber es ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ich genieße das total. Das macht mir richtig Spaß, hier heute Morgen durch den Schnee zu fahren. Bin auch noch nicht ins Rutschen gekommen. Ich hoffe, das passiert auch nicht mehr. Langsam fängt es auch ein bisschen an zu tauen. Ja, der Bahnhof in Luthum, da endet, oder je nachdem, wie man es sieht, da fängt an die Radbahn Münsterland. Und dann fahre ich dann hier von Coesfeld-Luthum Richtung Rheine, aber nicht ganz bis Rheine. Sondern ich denke mal bis Horstmar. Ich bin gleich hier bei der Radbahn angekommen und ich habe mich gerade schon verleiten lassen, falsch zu fahren. Ich dachte mir, oh, da ist ein Tunnel, ein Bahntunnel und da oben ist die Radbahn. Nee, ist sie aber nicht. Da ist die intakte Bahntrasse, die aktive. Ich muss in die andere Richtung. Der erste Radfahrer, der mir heute begegnet. Ich dachte, ich bin der Einzige, der bei dem Wetter hier unterwegs ist. So, hier bin ich jetzt aber richtig. Hier geht's auf die Radbahn. Ich habe gerade ein Schild gesehen, darauf stand Eichenprozessionsspinner, Allergiegefahr. Wenn das mal unsere größte Sorge momentan wäre, hier die Allergiegefahr von Eichenprozessionsspinnern, das ist ja eh nur im Sommer ein Problem, jetzt sowieso nicht. Aber als ich das Schild gerade gesehen habe, dachte ich mir, ja siehste, das hast du schon wieder ganz verdrängt. Das ist im Sommer ja eigentlich auch ein richtiges Problem, gerade wenn man im Wald unterwegs ist und Allergiker, ich bin auch so ein bisschen allergisch veranlagt, dann kann das einem auch schon richtig Probleme machen.
Ja, liebe Leute, ich merke gerade, dass ich auch schon lange nicht mehr hier geradelt bin. Ich hatte ganz vergessen, dass es hier direkt an der Strecke so einen kleinen Hofladen gibt. Hier. Jedenfalls so ein Schrank, wo Sachen verkauft werden. Oder verkauft wurden. Ich schaue mal, ob ich mein Mittagessen noch ein bisschen ergänzen kann hier. Nee. Ausverkauft. Ja, ist schade. Wenn ich das gerade gelesen habe, hat da sich wohl jemand die Kasse aufgebrochen und das Geld geklaut. Tja, schade, so läuft das nicht, ne? Da kann man so schön was von haben für alle, dass man sich dann mal was kaufen kann, mal vorbeiradeln, aber nein. Es muss ja doch immer wieder ein paar Experten geben, die meinen, alles kaputt machen zu müssen und zu dürfen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ich radel mal weiter. Wenn man hier im Sommer lang radelt, kann man gerade an den Wochenenden oft hier Steinmetz bei der Arbeit beobachten. Die Hütte. Hallo. Hier am Bahnhof in Dafel kann man im Sommer übrigens immer am Wochenende super Torte essen. Das ist so eine Bürgerinitiative, die backen die selber. Und lecker Tasse Kaffee, Stück Torte, ist immer wunderbar hier im Sommer. Ich hoffe, das geht in diesem Jahr wieder. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt hier an dem alten Wartehäuschen hier an der Bahntrasse angekommen und dann mache ich mir jetzt lecker was zu essen. Das ist schön geschützt. Das ist immer ordentlich in Schuss gehalten, weihnachtlich dekoriert hier. Ich bin total begeistert. Echt super. Kartoffeln mit Kohlrabi und westfälischem Räuchermittelchen. Ich freue mich. Noch ein bisschen aufwärmen. Doch, das geht schon. Das ist jetzt genau das Richtige. Was Warmes, was Deftiges. Passend zum Wetter.
liebe Leute, ich bin jetzt gleich wieder zu Hause angekommen. Es wird so langsam Zeit, mich von euch zu verabschieden. Es freut mich, wenn euch die Tour gefallen hat. Wenn das so ist, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da für das winterliche Münsterland. Und wenn ihr noch nicht habt, darf den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Was mich noch interessieren würde, ich habe es bewusst unter diesen Film nur ganz dezent oder gar keine Musik drunter gelegt. Und ich finde, dann wirken die Filme noch ein bisschen anders, als wenn da die ganze Zeit Boom Boom Party unterwegs ist. Und es interessiert mich halt, wie gefällt euch das? Lieber mit Boom Boom Party oder so ein bisschen ruhiger, wie es in diesem Jahr halt angefangen habe. Ja, ich sage jedenfalls Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich gehe mir jetzt die Füße aufwärmen. Bis denn, euer Swobo.